Wisst ihr, die Sprache des Heiligen Geistes sind die Bilder in unserem Kopf, die Gedanken Gottes. Freunde, all die Nuancen der vierten Dimension sind Geheimnisse. Wenn du es mit Gott zu tun hast, bist du manchmal machtlos. Ist es bei dir auch so? Du bist nicht in der Lage, irgendwas zu verändern. Du bist überhaupt nicht in der Lage, richtig zu denken. Du bist nicht in der Lage, das Richtige zu fühlen. Bei wem ist es manchmal auch so? Du stehst einfach da und sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, ich sage es euch. In solchen Momenten sollst du Gott einfach sagen, Gott, ich flehe dich an, tu irgendwas und ich verspreche dir, dass ich dich preisen werde. Halleluja! Deshalb ist es wichtig, Zeugnis zu geben. Deshalb ist es wichtig, in der Schlange zu stehen und zu warten, um Gott zu preisen. Denn wenn du Gott für seine Wunder preist, öffnest du neue Tore und Türen, damit Gott neue Wunder tun kann. Gott gibt uns manchmal die Kraft dazu, richtig zu denken. Warum bringen wir Opfer da? Damit Gott uns begegnet. Manchmal mangelt es uns an Weisheit. Wir haben einfach keine Weisheit und wissen nicht weiter. Stimmt mir jemand zu? Warum kann ein Erbfluch auf dem Verstand liegen? Ich möchte es euch sagen. Also gut, Freunde, ihr seid ja alle meine Freunde. Auch alle Zuschauer, hört bitte zu. Ein Erbfluch auf dem Verstand ist sehr weit verbreitet. Jemand ist leicht beleidigt. Jemand ist nicht sehr schlau. Nie weiß er, wann er reden und wann er schweigen sollte. Er weiß nicht, wann er etwas tun sollte. Er ist kein schlechter Mensch, er handelt einfach nur falsch und bemerkt es erst später. Bei wem ist es manchmal auch so? Man hat falsch gehandelt und es erst später bemerkt, wenn sein Pastor einem schon alles erklärt hat. Stimmt mir zu, es ist doch so, oder nicht? Was ist das? Das ist der hinterlistige Teufel. Er hat unsere Vorfahren gefangen genommen, versteht ihr? Er hat sie gefangen genommen. Durch Zauberei oder dadurch, dass sie andere verletzt haben. Vielleicht haben sie jemandem materielles Gut weggenommen. Womöglich war es Geld. Sie haben sozusagen finanzielles Blut vergossen. Durch solche Dinge, die später weitervererbt wurden. Und dadurch leiden wir, Nachfahren. Warum sind einige leicht reizbar, aufbrausend oder auch leichtsinnig? Irgendwo sind wir instabil und unzuverlässig. Manchmal sind wir Leute, auf die man sich nicht verlassen kann. Doch wir wollen nicht so sein. Wer möchte denn schon so sein? Niemand! Niemand möchte so sein. Doch viele können sich nicht davon lösen, Freunde. Die Gnade Gottes. Wenn wir Opfer darbringen, legen wir ein Fundament, um an ein neues Leben zu glauben. Halleluja! An ein neues Leben. Dort, wo die Gnade Gottes ist. Also dort, wo seine Gnade auf deinem Verstand ist. Die Gnade, Freunde. Die Gnade. Wer kann die Sünde besiegen? Wir alle sollen heilig sein, Amen. Doch wer kann die Sünde schon besiegen? Niemand kann sie alleine besiegen. Das ist das Wirken der Gnade Jesu Christi. Hört mich hier jemand? Das ist nicht einfach, etwas nicht zu tun. Das ist nicht falsch zu denken. Amen. Und viele wissen nicht, wie man nicht falsch denken kann. Viele, die mit mir sprechen, sagen, wie kann ich nicht daran denken, wenn der Gedanke von alleine auftaucht? Sagt mir, ist das die Wahrheit oder nicht? Ich erzähle euch Geheimnisse, Freunde. Das sind ernste Geheimnisse. Die Gnade Jesu Christi zeigt sich im Einfluss auf deine Gedanken. Wenn ich vor Jesu stehe, und mit ihm spreche, sage ich, du bist gestorben, damit ich das erleben kann. Du hast dein Blut vergossen, damit das geschehen kann. Die Gnade wirkt, nicht wegen mir, sondern wegen dir. Weshalb du mich berühren kannst. Deshalb bitte ich dich, komme in meinen Verstand. Komme in meinen Verstand. Freunde, ich bezeuge euch vor den Himmeln, dass die Gnade Jesu Christi auf dem Verstand wirkt. Er kann dir seine Gedanken geben. Er kann dir die Gedanken wegnehmen, die vom Teufel kommen. Amen. Er kann dich mit Glauben erfüllen. Halleluja. Er kann dich retten. Verstehst du? Die Rettung geschieht hier. Hört mich jemand? Die Rettung geschieht hier, hier im Kopf. Die Gnade Jesu Christi, stell dir das mal vor, wirkt sich auf deinem Verstand aus.
Du bemerkst, dass dein Verstand auf einmal rein und heilig ist. Du selbst kannst nicht heilig sein. Ich sage euch, und Gott ist mein Zeuge, ich bewahre mich in meinen Gedanken. Ich lasse Bestimmtes nicht zu. Und ich weiß ganz genau, wieso das so ist. Weil ich ständig mit Gott darüber spreche. Und weil ich mich darin ständig auf die Gnade Jesu Christi verlasse. Ich spreche ständig mit ihm darüber. Er bereinigt meine Gedanken. Er bereinigt meinen Verstand. Du kannst mir in die Augen schauen. Und ich weiß, ich kann das sagen, dass sie rein sind. Ich habe nichts zu verbergen. Ich verstecke keine Sünden. Gott bewahre mich. Hat mich jemand gehört? Wie kann das sein? Einen Moment bitte, wie geschieht das? Ich komme zu Jesus, direkt zu Jesus. In der Bibel steht, schaut mal, ich werde euch alles wiedergeben, wie es in der Bibel steht. Warum helfen uns Opfer heute? Sie helfen uns auf jeden Fall. Denn wenn wir opfern, bauen wir ein Fundament auf für unseren Glauben. Amen. Opfer helfen uns, um alles zu verändern, versteht ihr? Damit Wunder geschehen. Und hier zeige ich euch das, im Brief an die Hebräer. Ich öffne die Seite und lese euch Kapitel 4, Vers 16 vor. Darum, lasst uns weiter oben anfangen, ab Vers 14. Ich bitte euch, nehmt dieses Wort heute an. Hebräer, Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat. Was heißt das? Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, Freunde. Als Jesus gestorben ist er in die Hölle gefahren. Wusstet ihr das? Er ist für uns gestorben. Und er ist in die Hölle gefahren. Und zu der Zeit waren alle Gerechten in der Hölle. Dort gibt es den Scheol, den feurigen Pfuhl und so weiter. In der Hölle gibt es verschiedene Orte. Und einer dieser Orte ist der Schoß Abrahams, von dem Jesus im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus spricht. Jetzt hört mir zu. Er war dort. Er ist hinabgefahren in die Hölle, hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den Menschen Gaben geschenkt, heißt es. Dort hat er alle befreit. Als er auferstanden ist, heißt es im Evangelium von Matthäus, dass die Gräber sich geöffnet und viele Heilige wieder auferstanden sind und sich vielen gezeigt haben. Jemand hat mich schon verstanden, richtig? Was das für ein Wunder ist, sie sind auferstanden. Jesus ist auferstanden und die Heiligen, denn er hat sie befreit. Und dann sind sie in die Stadt Gottes eingetreten. Das heißt, sie sind vor den Augen vieler Menschen in den Himmel gefahren, im Leib nach oben. Jesus befand sich 40 Tage lang mit seinen Jüngern auf der Erde. Er war in seinem Leib. Er hat Fisch und Honig gegessen. In der Bibel steht genau beschrieben, was er gegessen hat, mit wem er wann und wo war. Dann ist er in den Himmel gefahren. Das ist der Feiertag Christi Himmelfahrt. Er hat die Himmel durchtreten. Das heißt, er ist aufgefahren und in den Tempel eingetreten, der nicht von Menschenhand geschaffen wurde, wie in der Bibel steht. Dort im Himmel gibt es einen Tempel, dort sitzt der Vater auf dem Thron. Jesus kam dorthin. Er ist unser Hohenpriester. Hört mich gerade jemand? Jetzt hört mir weiter zu. Hier steht, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das heißt, wenn du sagst, dass Jesus deine Rettung ist, Jesus ist der Grund, weshalb die Gnade Jesu Christi wirkt und der Heilige Geist Kranke heilt. Der Heilige Geist wirkt und macht den Menschen zu einer neuen Schöpfung. Weiter. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, dass Jesus dich vollkommen versteht. Er wurde in allem versucht, doch ohne der Sünde. Ihm fiel es so schwer, dass er selbst seinen Vater darum bat,
das nicht durchmachen zu müssen. Er bat ihn dreimal darum. Warum sage ich euch das? Ihr müsst verstehen, dass Jesus zu 100% ein Mensch war. Und jetzt Aufmerksamkeit bitte. Hier kommt der Vers. So lasst uns nun mit Kühnheit hinzutreten zum Thron der Gnade. So lasst uns nun mit Kühnheit. Oh Gott, Kühnheit. Was ist Kühnheit? Wer kann mir das sagen? Das ist mehr als Mut. Kühnheit ist schon die nächste Stufe. Hier steht, so lasst uns nun mit Kühnheit, voller Mut, hinzutreten zum Thron der Gnade. Zu welchem Thron? Es stellt sich heraus, dass es einen Thron gibt. Damit sich deine Denkweise verändern kann, brauchst du ein Fundament. Hier ist es. Du musst das Geheimnis kennen, dass es einen Gnadenthron gibt. Es gibt auch den Thron des Gerichts. Aber in der Bibel steht, dass wir durch Jesus Christus Zugriff auf den Thron der Gnade bekommen haben. Habt ihr mich alle gehört? Petrus sagte, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gegeben wird in der Offenbarung Jesu Christi. Was heißt das? Dass wir in Christus alle Antworten haben, doch alles beginnt hier. Der Teufel versucht auch jetzt, während ich euch das erkläre. Weißt du, dass er gerade versucht, deinen Verstand zu kontrollieren? Du solltest das verstehen und sagen, Teufel, weiche von mir, verschwinde, mein neues Leben hat begonnen. Amen. Gib Gott alle Ehre. Halleluja. So lasst uns nun mit Kühnheit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Damit wir, sagt es mit mir, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Noch einmal, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lasst uns das noch einmal sagen. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Genau das ist unser Fundament. Liebe Freunde und Partner, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit und Liebe für jeden von euch. Danke für eure Gebete. Wir segnen euch und eure Familien. Möge der Frieden Gottes eure Herzen erfüllen. Dieser wunderbare Summit wurde zur Antwort für Millionen von Menschen. Der Dank euch ausgestrahlt werden konnte, liebe Partner. Das war nicht nur ein Summit, sondern die Ausgießung seiner Herrlichkeit in den Saal und auf jeden, der weltweit online teilgenommen hat. Unzählige Menschen haben die echte Berührung Gottes erlebt. Sie wurden geistlich wiedergeboren und unzählige Menschen wurden geheilt von Krankheiten und befreit von Todesurteilen. Unzählige Menschen standen aus ihren Rollstühlen auf. Jeden Tag erreichen uns Zeugnisse der Herrlichkeit Gottes. Wenn du noch kein Partner bist, rufe ich dich auf. Bete zum Herrn und triff die Entscheidung, ein Partner Gottes zu werden. Dank dir und deiner finanziellen Unterstützung kann die Vision, die Gott mir als Apostel gab, das Evangelium und die Kraft Gottes in jedes Haus auf diesem Planeten zu bringen, erfüllt werden. Ich segne jeden Menschen, der sich dazu entschieden hat, zu einem Partner Gottes zu werden. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir jeden von euch lieben. Wir beten für jeden von euch. Schreibe uns oder gehe über auf unsere Website, um zu einem Partner zu werden. Möge Gott euren Glauben stärken.